Wir hatten jetzt unsere Zwischenübung gemacht und zwar nochmal mit Bruchgleichungen zu rechnen und das müssen wir jetzt hier gleich anwenden. Aber jetzt müssen wir uns hier erst über was klar werden. Und zwar nochmal zu den Strömen und Spannungen. Wir haben ja hier etliche Lücken, ne? Die roten Zahlen sind alles Lücken, aber das kriegt man raus. Wie groß, das kann man ohne zu rechnen ermitteln, wenn I 2,3 0,2 Ampere ist. Wie groß ist dann I2? Ganz genau. Der I2,3, der fließt ja durch beide durch und der kann nicht stärker sein. Also sage ich, okay, I2 habe ich schon mal, 0,2 Ampere kann ich mir ranschreiben. 0,2 Ampere, hier schreibe ich 0,2 Ampere hin und freue mich. Da habe ich das schon mal erledigt hier. So, die andere Frage. Komme ich schon an R1 ran? Komme ich an U1 ran? Im Moment so noch nicht. Ich weiß zwar, dass hier 0,4 Ampere fließen, aber mehr weiß ich noch nicht. Aber ich weiß was anderes. R2 und R3 in Reihe geschaltet. Wie errechnet man den Gesamtwiderstand? Warte mal. Den Gesamtwiderstand dieses Zweiges. Okay, haben wir geklärt. Das ist hier eine Mini-Reihenschaltung. Hier, das hier, die beiden. Also kann ich sagen R2,3, obwohl es nicht gefragt ist, aber es könnte mir helfen. R2,3 ist gleich 12 Ohm. Haben wir wieder was. Wenn R2,3 12 Ohm ist, dann haben wir doch hierzu parallel R1 geschaltet, ne? Zu den beiden habe ich hier parallel R1 geschaltet. Kann jemand schon I gesamt ermitteln? Guckt euch mal genau die Ströme an. So, jetzt hat eine Schülerin Folgendes erkannt. Die hat gesagt, wenn hier 0,4 Ampere fließen und hier nur 0,2, das heißt also 0,2 Ampere durch einen Widerstand von 12 Ohm, hier aber das Doppelte, dann kann der Widerstand nur halb so schlimm sein. Mit anderen Worten, wir haben R1, können wir als 6 Ohm festlegen. Ganz genau, wunderbar. Das kann man übrigens auch rechnerisch nachvollziehen. Aber das wollen wir jetzt nicht alles überlasten damit. Wir können dann noch genug rechnen. Das kommt dann noch. Weiß jetzt jemand, welchen Strom von den nicht ausgefüllten hier wir noch sofort ermitteln können? Wunderbar, das ist doch schön. Jetzt haben wir nämlich, wenn wir uns vorstellen, dass hier die eine Gruppe mit 200 Milliampere, ne, 200 Milliampere kann man auch 0,2 Ampere sagen, und hier die anderen 0,4 Ampere oder 400 Milliampere lang gerast kommen, dann vereinigen die sich ja an der Stelle sozusagen wieder, begrüßen sich freundlich und fließen zurück zur Spannungsquelle. Und wir wissen jetzt I gesamt. Und I gesamt ist demzufolge 0,2 plus 0,4 sind 0,6 Ampere. 0,6 Ampere. Wunderbar. Haben wir das auch? Na prima. Was können wir jetzt noch ausrechnen? Wir müssen nicht mal richtig rechnen, ne? Wir haben schon Folgendes festgestellt. U gesamt ist genauso wie U1. Aber U1 können wir ausrechnen. Wunderbar. Warum? Wir müssen uns einfach an das Ohmsche Gesetz erinnern. U durch I ist konstant, beziehungsweise U durch I ist R. Also wenn ich schreibe U1 durch I1, dann habe ich R1. Jetzt bezogen hier auf dieses bisschen. Ich habe aber I1, also ich habe 0,4 Ampere. Ich habe R1, das hatten wir über Logik ermittelt, 6 Ohm. Und ich brauche bloß noch U1 und kann das ausrechnen mal 0,4 Ampere. Dann sieht das ein bisschen blöde aus. Dann steht zwar hier U1 alleine, aber hier steht 6 Ohm mal 0,4 Ampere. Wir wissen aber, dass eine Spannung in Volt angegeben wird. I. Dann müssen wir uns noch an was anderes erinnern. Wie war das doch? Wenn ich hier Spannung durch Strom teile, habe ich also Spannung, jetzt die Einheiten, deswegen die eckige Klammer, durch Strom. Und da hatten wir gesagt, der Kürze halber, sagen wir Ohm dazu. Also kann ich dieses Omega weglöschen und hier Volt pro Ampere hinschreiben. Und siehe da, jetzt, da das, ich kann es auch auf einen gemeinsamen Bruchstrich schmieren, da das Ampere sich rauskürzt, behalten wir Volt übrig. Und jetzt haben wir U1 raus. U1 ist demzufolge 6 mal 0,4 ist 2,4 Volt. Na prima, hätten wir das auch. Schreiben wir es mal mit dazu. 2,4 Volt. Und wir wissen U gesamt auch, denn das ist ja die gleiche Spannung. Wir haben hier die gleiche Spannung anliegen. 2,4 Volt. Habe ich schon wieder Mist gerechnet?
Wir hatten also gesagt, 2,4 Volt ist U gesamt automatisch, weil U1 auch, ne, wegen der blanken Drähte sozusagen, weil das hier auch anliegt. Okay, jetzt gibt es zwei Begründungen. Jetzt hat ein Schüler gesagt, wenn ich hier nur 4 Ohm habe, hier aber doppelt so viel Widerstand und an viel Widerstand mehr Spannung abfällt, 1,6 Volt nämlich, dann fallen an 4 Ohm ab 0,8 Volt. Das wäre die eine Begründung. Und jetzt kam noch eine Schülerin und sagte, Moment, und das passt nämlich auch dazu, dass wenn ich hier insgesamt 2,4 Volt anliegen habe, von hier bis hier, und ich hier schon 1,6 Volt anliegen habe, dann müssen hier auch die restlichen 0,8 Volt sein. Also, wir können demzufolge sagen, U2 ist 0,8 Volt. Aus zweierlei Begründungen heraus. Ganz genau. Haben wir das auch noch. Gibt es noch irgendwas, was wir nicht haben? Ich glaube, wir haben alles durch, ne? Das haben wir durch, das haben wir. Das war Schmuck am Nachthemd, das haben wir nebenbei gemacht. Hat aber nicht geschadet. Dadurch haben wir automatisch die 6 Ohm rausgefunden. Rein rechnerisch kann man das auch begründen. Machen wir jetzt nicht, das war jetzt erstmal die logische Variante. Gibt es noch Fragen? Was gar nicht gefragt war, aber jetzt schreibe ich es mal einfach dazu, R gesamt. R gesamt kann man hier mit diesen Größen hier wunderbar ermitteln. 2,4 Volt durch 0,6 Ampere ist genauso wie 24 Volt durch 6 Ampere. Muss 4 Ohm sein. Okay. Ach so, in grün. Na, grün unterstrichen reicht ja. Das war ja nicht gefragt. Aber jetzt kommt euer Meisterstück. 1 durch R gesamt, diese Formel ist gleich und so weiter, für eine Parallelschaltung. Mit allen Ohmgrößen, die wir jetzt haben, beweist mal, dass die 4 Ohm auch mit dieser blauen Rechnung herauskommen. Wir melden uns dann wieder. Pause. Wir müssen, wenn wir diese Gleichung aufstellen, müssen wir uns Folgendes nochmal klar machen. Ich habe hier insgesamt 12 Ohm, nicht 4 Ohm einsetzen oder 8 Ohm, da komme ich nie hin. Ich habe hier 6 Ohm und hier insgesamt 12 Ohm. Die beiden, die sind parallel geschaltet. Dementsprechend muss ich das dann auch so hier verarbeiten. So, und jetzt gemeinsam Nenner und so weiter und dann erst stürzen und. Dann macht man weiter. So, jetzt haben wir das eingesetzt. Jetzt steht hier 1 durch R gesamt ist 1 durch 6 Ohm plus 1 durch 12 Ohm. Wir haben den gleichen Nenner 12 Ohm gewählt, logisch. Haben also hier mit 2 erweitert. Und Achtung, noch nicht stürzen. Stürzen kommt erst dann, wenn ich keine Summe oder Differenz mehr hier drin habe. Ich muss also noch einmal schreiben, 1 durch R gesamt ist gleich. Und jetzt 2 plus 1 ist 3 durch 12 und Ohm. Spaßenshalber kann man sagen 3 Zwölftel Ohmtel. Ne? Naja gut, jetzt darf ich stürzen. Stürzen heißt beide Seiten umdrehen. Dann steht R gesamt durch 1 schenke ich mir, ist 12 durch 3. Ne? 12 Ohm durch 3. Ja, und das wissen wir, das schreibe ich jetzt mal gleich schneller hin. Das ist dann 4 Ohm. Siehe da, täterete, wir haben es. Denn das hatten wir hier oben aus dieser Rechnung auch rausgekriegt. Ja, und dann ist man damit fertig. Ich halte noch mal kurz das Video an, falls es Fragen gibt. Noch eine Spaßübung. Ich lege hier außen eine Spannung von 10 Volt an. Na, 10 Volt. Und ich möchte wissen, wie viel liegt hier an? Sagen wir UT wie Utralala. Das wollen wir wissen. Und diese Schaltung sieht gar wunderlich aus. Und alle Widerstände sind gleich. Ich habe das hier hassenswerterweise, weil ich ist gleich eigentlich nicht mag in der Mathematik, mal so hinschreiben müssen. So, der erste Schritt, um mit diesem Ding hier zurechtzukommen, ist ein ganz anderer. Das glaubt ihr wahrscheinlich nicht. Der erste und beste Lösungsansatz meiner Ansicht nach ist, sich diesen Kram hier nochmal besser aufzumalen. Das hier nochmal in Anführungsstrichen ganz normal aufzumalen, nämlich schön mit parallelen Linien und so weiter und so fort. Und diese Aufgabe, die löst uns eigentlich schon das ganze Hauptproblem. Also, dann legt mal los, beziehungsweise macht das zu Hause. Vielleicht sehen wir das im anderen Video dann wieder.